gab es auch noch kaum noch was. Wen wundert's? So. 2 Stone Gears. Nee, so. Ach Mensch. So, dann Cobblestone. Hatte ich jetzt auch weniger, weil das war ja in unserem Rucksack. Ach Mensch. So, 2 Stone Gears. Kupfer haben wir noch genau passend. So, dann brauche ich einen Piston. Brauche ich auch wieder Holz. Ach, nicht im Ofen. Ach so, ja, lässt ja nur noch zu 8 stecken. Aber natürlich auch intelligent. Kohle verbraten ohne Ende. Och Mensch. Warum ist die Welt so gemein zu mir? Warum? Warum? Ich hab doch nichts getan. Ich bin doch ein anständiger, lieber, junger Mann. Andere sagen alter Sack, aber na gut. So. Dann brauche ich 2 Flints. Dann brauche ich ein Machine Frame. Das war Glas. Eisen. Unser letztes Gold. Und dann kriege ich die Keulen nicht mehr hin. Weil ich dafür wieder Gold brauche und ich das nicht habe. Doch, 2 Pulverized Gold habe ich noch. Können wir die noch eben hier durchjagen? Ne, da nicht. Ach, Mann. 1, 2, 3, 4. Dann bekomme ich das auch noch hin. Und dann brauche ich noch den Flint. Den haben wir hier hinten, glaube ich, mit reingeschmissen. Kriegen wir das mindestens hin. Können wir das alles pulverisieren. Und dann brauchen wir noch einen passenden Ofen dazu. Ne? So. Dann kommt da die Keule hin, da die Gears, da der Piston, Machine Frame und Flint. Dann haben wir hier einen Pulverizer. So, und dann das andere war der Ofen. Wie hieß das denn noch gleich? Ofen hieß das, glaube ich, nicht, ne? Fornaze. Das müsste... Iron Induction? Nein. Slack? Nein. Power Furnace? Ja, der müsste das sein. Aus Bricks? Okay, müssten wir hinkriegen. Copper Gears, wieder Redstone Coil und Machine Frame, und da haben wir jetzt leider ein Gold zu wenig, weil das kriegen wir jetzt nicht hin. Hier haben wir noch Gold. So. Wir können höchstens mal gucken, ob wir das Schwert hier zermahlen können. Und dann müssen wir das Goldstaub rauskriegen, aber das lässt sich erst gar nicht reinlegen. Okay. Die Nuggets dürften sich auch nicht reinlegen lassen. Das sind auch zu wenig, um daraus einen Goldbarren zu kriegen. Das ist ja wunderbar. Und ja, ich bin ja so begeistert. Echt. Mann. Also, können wir den Mist quasi schon mal sparen. Ein Redstone. Ja, die Bricks könnten wir noch schon mal vorbereiten. Und die Copper... Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die könnten wir schon mal schmelzen. Dann können wir jetzt 2 machen. So. Zack, zack. Und da fehlt uns dann noch ein bisschen Kabel. Doch, war richtig. Kupfer warten, dann muss ich noch mal Sand einschmelzen. Da haben wir hier 8, machen wir 10. Dann können wir den Ofen benutzen. So, dann
ist schon halb fertig. So. Du schmilzt. Ja, Gold fehlt dann halt. Das ist zum Heulen hier. Aber wir können dann mindestens schon mal hier die Erze pulverisieren hier. Das Eisen kann ich dann schon mal durchjagen. Da müssen wir noch eine Kiste mit rübernehmen. Das ist zwar, obwohl das ist unnötig. Mache ich das schon mal schnell. Nur wo stelle ich den dann hin? Hier sollte ja Induction Smelter, dann sollte hier Induction Smelter. Aber der kann ja auch einfach brennen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Liquid Transposer, dann Magma Crucible sollte da eigentlich hin. Was eigentlich blöd ist, die könnte ich auch da hinstellen und dann hierhin transportieren. Dann machen wir hier mal den Pulverizer hin. So, was ich dann mal ausprobieren kann, ist, ob der Pulverizer. Ich stelle erstmal alles aus. Wenn ich was pulverisiert habe, ob der Induction Smelter das auch smelten kann. Dann brauchen wir vielleicht den Furnace, den normalen, erstmal nicht so dringend machen. Ich mache mal alles aus, weil ich eh noch nicht weiß, wo was hin soll. Das muss ich mir dann noch genau überlegen. Vielleicht setze ich die Maschine auch nochmal um. Aber nicht, dass mir jetzt hier irgendwas wo reinlandet, wo es nicht hin soll. So. Pulverizer. Dann hauen wir da mal das Eisen rein. Und dann müssen wir hier allerdings Kohle reinhauen. 4. Und dann sollte... Wieso brennt der nicht? Braucht der einen Anschalter? Kann das sein? Ich glaube, der braucht einen Anschalter. Das heißt, wir müssen mal ein Schalterchen bauen. Achso, hier, warte, dann dürfte jetzt durch sein. Genau. So. Haben wir das mindestens schon mal gebaut. Hier, das restliche Glas können wir auch mal dazulegen. So. Dann ein Schalter. Brauche ich dann nochmal ein Kabelchen. So. Dann schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Ja, ich sehe dich schon wieder, du Verbrecher. Du und deine Zunft. So, okay, der wird jetzt ein bisschen Strom machen. Natürlich wird er jetzt hier alle mehr oder weniger gleich aufladen. Das kann dann halt ein bisschen dauern. Weil das ja, er lädt den natürlich jetzt zuerst auf. Da müssen wir halt warten, bis der voll aufgeladen ist. Und dann können wir erst den anderen benutzen. Das war natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt von mir. Aber na gut. Ich schmeiß mir hier nochmal ein paar mehr Kohle rein. Das müsste dann fürs erste lang. Und dann probieren wir, ob hier das Pulverisierte, das können wir eigentlich schon mal direkt pulverisieren. Wir haben ja pulverisierten Kram. Ob der das auch verbrennt. Wir haben ja hier noch, guck mal, wir haben hier noch zwei Eisen. Die versuche ich mal schnell. Ob er auch einzelne Sachen, nee, es muss ein Rezept sein, ne? Ja, geht nicht anders. Nee, dann haben wir Pech gehabt. Muss ich erst noch Gold finden. Und nein, ich gehe jetzt nicht in die Nether. Habe ich die Schnauze voll von. So. Natürlich schon schade. Was bräuchten wir denn für den Zaubertisch hier? Enchanting Table, dafür bräuchten wir... Ah, Diamanten natürlich. Natürlich. So, okay, hat sich das auch schon mal erledigt. Weil Diamanten haben wir natürlich nicht. So, er müsste hier schon mal langsam Energie kriegen. Das Eisenohr müsste er dann gleich ab einem bestimmten Level verarbeiten. Er brutzelt vor sich hin. Aber das also schon mal. Und dann lege ich die erst nochmal wieder zurück. So, dann können wir hier nach und nach alles verpulverisieren und dann halt erstmal halt manuell brennen. Was soll's?
Wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Schmeißen wir hier mal 2 Kupfer rein. So. Was haben wir denn noch? Ferrus, Lead, Zinn. Ja, können wir auch schon mal Zinn machen. 8, 16, 24. Nehmen wir 3-mal. So. Na gut, okay. Ja, das mit der Flugzeugtable, das geht mir auch so richtig auf den Sack, warum das nicht funktioniert. Das Rezept wird mir angezeigt, es ist richtig. Ich vermute, ich habe da noch irgendwie einen ID-Konflikt. Muss ich noch gucken, ob ich das gelöst kriege, dass das dann funktioniert. Dann bauen wir die uns auch und dann können wir uns natürlich schon mal überlegen, ob und wo wir denn hier eine Start- und Landebahn hinbasteln können. Dass wir auch mal mit dem Flugzeug ein bisschen durch die Gegend düsen. Und uns die Landschaft hier mal so angucken. Wo könnte man denn hier was hinbauen? Das wäre schon praktisch, wenn das hier irgendwo wäre, aber so ein wirklich tolles Gelände habe ich nicht. Natürlich könnte ich hier eine Art Flughafen hinbauen. Da müsste ich aber dann ordentlich auffüllen, Terraforming machen. Dann hier hätten wir natürlich schon Platz. Und es ist dann nicht so weit weg. Wir haben dann hier Nord-Süd-Achse. Da ist dann der Schäfer in der Nähe. Und hier haben wir dann einen Zugang. Das könnten wir machen. Da würde ich sogar auf diese Höhe hier gehen. Aber da müssen wir dann 10 Dutzend Schaufeln erstmal haben. Dass wir uns da was Schönes bauen können. Das kann ich ja schon mal so nebenbei machen. Ja, ich würde sagen, das wird unsere nächste Aufgabe, weil in die Nähe, da gehe ich so schnell nicht mehr. Das könnt ihr vergessen, echt. Guck mal hier. Ferrus gibt es da noch mit raus. Ja, ist fast voll, dann kriegt auch der mehr Saft hier. Und dann funktioniert das. So, aber ich fürchte fast, dass wir hier nochmal ein bisschen Kohle nachschmeißen müssen. Obwohl 12 könnte zu viel sein. Nehmen wir erstmal nur 6. Ich möchte auch nicht unnötig Kohle verpulvern. Guck mal hier. Eine Schaufel können wir uns ja schon mal machen. Dann brauchen wir aber noch eine Axt. Wir müssen noch ein paar Bäume beseitigen. So. 2, 3 brauche ich dann. So, nehmen wir jetzt erstmal eine Steinaxt. Es nutzt ja nichts. Wenn der Rest im Nether versackt ist, dann ist er das halt. Na, gehst du mal zu hier. So, okay, sehr viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Schon bald Mittag. Ah, Mann. Das ärgert mich, das nervt mich so richtig, echt. Ich kann mir denken, ihr wisst, wie sehr. Oder ihr könnt es euch vorstellen. So, wollten wir die Ebene oder die Ebene? Die Ebene wollten wir, ne? Oder hier? Ne, hier unten. Ja, hier ist besser. Dann grabe ich mich hier schon mal durch. Oder ich weiß, wo ich hin will. So. Soll ich noch was breiter gehen? Kann ich machen, ne? Die Zweierreihe noch. So. Hier können wir das abflachen. So, hier eine schöne Kante hinkriegen. So. Kriegen wir ein bisschen was Erde zusammen. So, jetzt habe ich hier natürlich 2 Riesenbäume. Da bin ich natürlich sehr begeistert von. Dass ich mich jetzt noch hier stundenlang mit so einem Baum rumquälen darf. Und der ist mal was schneller weg. Fangen wir mit dem mal an. Und unter mir ist schon wieder irgendeine Höhle. So. Pam. So.
anfangen, dass wir hier mal hochkommen. Und dann mal schön den Baum zerlegen können. Ach, Alter, den ist der hoch. Na, super. So. Einmal, zweimal. Dann ist auch noch. Dreimal. Hier noch. Da oben ist auch. So, machen wir noch Holz hier. Gut, noch irgendwo. Da ist noch einer. So, sehe ich noch was da noch. Da ist auch. Okay. Sieht sonst soweit ganz gut aus. Okay, das könnte es schon fast gewesen sein, wenn ich das richtig deute. Da muss noch irgendwo was sein. Es ist noch so dicht da. Da ist noch was. So. Okay. Gut, könnte geklappt haben. Ansonsten müssen wir später nochmal hoch. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall gibt es Setzlinge ohne Ende. Gut. Ja, dann. Ach, da haben wir noch Wasser. Auch das noch. So. Ziehe ich hier schon mal die Linie. Also die ganze Erde, die wir hier abbauen müssen, die werden wir dann da hinten wieder auffüllen müssen. Nehme ich doch zumindest mal an. Sieht zumindest danach aus. Nehmen wir auch nochmal weg hier. Da unten das Loch müssen wir natürlich dann mehr oder weniger dicht machen oder beziehungsweise überbauen. Schauen wir dann mal. Auf jeden Fall wird das eine etwas größere Aufgabe hier, eine Start- und Landebahn hinzubasteln. Nicht so wie beim letzten Mal. Aber das kriegen wir schon alles hin irgendwie. Und es wird dunkel. Juhu. Ich freue mich. So, es ist schon dunkel. Dann hüpfen wir mal ganz schnell ins Bettchen. Bevor wir da zu viele Überraschungen kriegen hier. Boah, wenn ich an dieses scheiß Nether da denke, da kriege ich schon wieder die Krätze. So. Na gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir belassen es für heute. Wir merken uns, wir bauen demnächst die Start- und Landebahn ein bisschen weiter. Wir haben hier ein bisschen Zinn geschmolzen, hier ein bisschen Kupfer. Das können wir mal wieder hier reinlegen. Zinn und Kupfer. Wir bräuchten eigentlich noch Gold, um uns hier einen schicken Ofen zu bauen. Ansonsten wird halt hier jetzt fleißig pulverisiert. Obwohl, ne, warte mal, das kann ich mir jetzt sparen, weil ich gleich jetzt eh ausmache. Und das wäre ja dann blöd, wenn ich dann jetzt hier noch Material vergeuden würde. So, ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das nächste Mal machen wir dann die Start-Landebahn weiter. Ich gucke inzwischen, was hier mit dieser scheiß Waffenbox los ist. Und den Nether, den schalte ich am besten komplett aus und hole mir alles hier oben irgendwie hin. Was weiß ich, hier cheat ich mir hier ein bisschen Netherrack hin oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Scheiß Nether nicht. Oder ich gehe da hier, muss ich noch IC aufbauen, muss ich mir hier eine Quantum Suit machen. Vorher gehe ich da glaube ich nicht mehr rein. Naja, okay. Gut, das war's dann von meiner Seite für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Protoss.